Was ist die Wirklichkeit? Mein Leben? Mein Leben ist die Wirklichkeit. Und wenn ich tot bin, gibt es keine Wirklichkeit mehr. Zumindest nicht mehr für mich. Doch darauf kann ich noch warten. Aber manchmal habe ich es auch eilig. Ach, wenn ich doch nicht mehr wäre, dann wäre da keine Wirklichkeit mehr, die irgendwen drücken oder zwicken oder ärgern könnte. Nochmal zurück. Was ist die Wirklichkeit? Frage ich meine Kamera. Doch sie antwortet nicht. Sie ist nur still und filmt. Dieses Gesicht, das ich jetzt selber gar nicht sehen kann. Also mein Gesicht ist für mich nicht Wirklichkeit, weil ich es nicht sehe. Ah, jetzt gehe ich wohl davon aus, dass alles, was ich sehen kann, Wirklichkeit ist. Oder ist die Wirklichkeit das, was wirkt? Wirkt ist die Wirklichkeit, wirkt sich aus. Als jede Form. Sie wirkt ständig. Als Töne, als Gegenstände, als was Festes, als was Weiches. Aber die Wirklichkeit an sich kann nicht gesehen werden, noch kann sie ausgemacht werden. Nur die Wirkung der Wirklichkeit kann erfahren werden, als Erfahrung, als Erfahrender. Der Erfahrende, der Erfahrende, die Erfahrende, ist schon eine Wirkung in der Wirklichkeit. Genauso wie das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist auch schon eine Verwirklichung der Wirklichkeit. Eine Wirkung auf das Bewusstsein wirkt sich dann wieder der Inhalt aus, der im Bewusstsein bewusst wahrgenommen wird. Doch wer hat dieses Bewusstsein? Hat das Bewusstsein überhaupt jemand? Oder hat das Bewusstsein nicht jeden? Überhaupt jeden? Das Bewusstsein hat jeden. Keiner hat Bewusstsein. Ohne Bewusstsein? Auch keiner, der Bewusstsein kann.